Juli 2019, die Sonne scheint und das FOCO-Filmteam befindet sich gerade direkt vor Ort, vor der Praxis von Dr. Arne Kersting. Wir sind hier eingeladen zu einem Interview zu unserem neuen Produkt Grandioso Lightflow. Ich bin schon echt gespannt, denn Dr. Arne Kersting wird uns jetzt direkt berichten, inwiefern er an der Entwicklung des neuen Produktes Grandioso Lightflow beteiligt war und welche Erfahrungen er bereits mit dem Produkt in der Anwendung gesammelt hat. Also, kommt mit rein! Mein Name ist Dr. Arne Kersting. Ich habe im Jahr 2002 gemeinsam mit meinen Kollegen Frau Dr. Uchler und Herrn Dr. Wolf eine spezialisierte zahnärztliche Gemeinschaftspraxis in Cuxhaven mit Praxislabor gegründet und wir alle drei betreiben konservierende Zahnheilkunde. Wie lange arbeiten Sie denn schon mit FOCO zusammen? Mit FOCO arbeiten wir schon von Anfang an zusammen und haben da einen sehr guten Kontakt zur Abteilung Wissenschaft und Entwicklung. Und wie kam es dann dazu, dass aufgrund Ihrer Anregung das Produkt Grandioso Lightflow entwickelt wurde? Wir haben uns bei erweiterten Versiegelungen und bei minimalinvasiven Füllungen schon immer ein Produkt gewünscht, was über den Fissurenversiegler hinaus auch die Eigenschaften der Druckstabilität und Kantenstabilität hat, wie die übrigen Grandioso-Produkte. Aufgewärmte Flow-Materialien waren einfach nicht dünnflüssig genug und FOCO hat dann ein Material entwickelt, Grandioso Lightflow, welches eben diese ganz dünne Kanüle besitzt und ganz passgenau und zielgerichtet angewendet werden kann in kleinsten Kavitäten und Fissuren. Herr Dr. Kersting hatte bereits die Möglichkeit, das neue Produkt Grandioso Lightflow zu testen. Und uns interessiert natürlich brennend, Herr Dr. Kersting, wie Ihnen das Produkt gefallen hat. Dazu würde ich Ihnen gerne ein paar Fragen stellen, die Sie bitte kurz und knapp beantworten. Sehr gerne, Frau Westphal. Für welche Indikation ist Grandioso Lightflow besonders gut geeignet? Ich hatte ursprünglich die Idee, Grandioso Lightflow für erweiterte Fissurenversiegelungen und minimalinvasive Kavitäten zu verwenden. Aber mittlerweile ist eine Vielzahl von Indikationen dazugekommen. Ich verwende es zum Beispiel in approximalen Kästen, wo ich zielgenau applizieren möchte und vermeiden möchte, dass das Material allzu schnell wegläuft. Wie zum Beispiel auch bei Zahnhalsfüllungen, auch das Auffüllen von Bracket-Unterschüssen und ähnliche Applikationen. Mittlerweile haben wir das Material eigentlich bei jeder Behandlung dabei. Und es hat den Vorteil, dass es auch extrem sparsam verwendet werden kann, weil kaum Überschüsse entstehen und die Politur hinterher ganz schnell möglich ist. Welches Problem löst denn Grandioso Lightflow? Also ganz eindeutig das Problem der unkontrollierten Überschüsse bei zu zähflüssigen Materialien oder zu großen Kanülendurchmessern. Durch die kleine Kanüle kann ich insbesondere in approximalen Kästen zielgenau arbeiten und ich kann Kronenränder, minimalinvasive Füllungen perfekt und ohne Überschuss auffüllen. Was unterscheidet Grandioso Lightflow zu herkömmlichen Flowables und was ist Ihrer Meinung nach das Alleinstellungsmerkmal des Produktes? Das ist ganz eindeutig die extreme Dünnflüssigkeit des Materials, die es mir erlaubt, mit einer ganz schmalen Kanüle, kaum größer als eine zahnärztliche Sonde, zu arbeiten. Trotzdem ist das Material auch in schwer zugänglichen Bereichen sehr standfest, sodass die Assistenz direkt hinterher polymerisieren kann, ohne mir zusätzlich zum Beispiel noch eine Sonde anreichen zu müssen. Wie beurteilen Sie das Handling von Grandioso Lightflow? Das Handling von Grandioso Lightflow ist klasse. Grandioso Lightflow kommt in zwei verschiedenen Kanülenbreiten oder mit zwei verschiedenen Kanülen, eine etwas breitere und eine sehr schmale. Die ist am Anfang, denkt man, das ist ein bisschen schwer, das auszudrücken, aber man kann gerade damit extrem punktgenau in kleinen Kavitäten arbeiten. Man hat kaum Überschüsse hinterher, ein Ausarbeiten entfällt eigentlich und die Politur fällt extrem leicht. In der Regel in einem Arbeitsschritt fertig. Warum würden Sie den Zahnärzten Grandioso Lightflow empfehlen? Bei Grandioso Lightflow habe ich eine überragende Zielgenauigkeit durch die Minikanüle. Durch die große Fließfähigkeit komme ich in kleinste Ecken und Spalten hinein und habe im Gegensatz zum Fissurenversiegler trotzdem ein Material, was kau- und kantenstabil ist. Insgesamt habe ich also eine viel schnellere, viel bequemere Arbeit. Gleichzeitig ist das Material auch noch sparsam. Insgesamt eine ideale Ergänzung der mir schon lange bekannten Grandioso-Familie. Das freut uns ganz besonders, dass Sie solch positive Erfahrungen mit dem Produkt gemacht haben. Also zusammenfassend lässt sich sagen, Grandioso Lightflow ist super fließfähig, trotzdem hochstabil und sehr präzise. Das hätte ich nicht besser ausdrücken können.
Ja, Herr Dr. Kersting, das Focus-Filmteam bedankt sich ganz herzlich bei Ihnen, dass wir hier heute zu Gast sein konnten für das Interview. Und ich denke, gerade für Sie war es besonders interessant, hier einen lehrreichen Einblick in die Anwendung von Grandioso Lightflow zu erhalten. Und damit gebe ich zurück in die Focus-Zentrale.